Einen wunderschönen, ich bin's, der Frank und immer noch beim FC St. Gallen angestellt. Gut, mir gehören 4% vom Verein. Mal gucken. So, der Saisonauftakt ist bald da. Ja, Spielphilosophie ist immer noch die kontrollierte Offensive. Da können wir 100% aufwarten. Das ist genau das, was ich will. Dann gucken wir doch mal, wie wir uns gegen den FC Wiel schlagen. Gehen wir von einem Sieg aus, weil es ist nicht Pokal. Was soll man machen? Auf alle Fälle hätte ich gesagt, unseren schönen Ausdauerlauf. Volle Bulle. Und einen Hit können wir sogar zweimal machen. Tja, was bräuchte ich denn eigentlich noch? Dribblings, Distanzschüsse könnte ich auch mal mit reinholen oder eben verschiedene Taktiken. Machen wir das nächste Mal. Freue mich schon, bin schon ganz gespannt auf diese Saison. Und wenn man so will, schneide ich ja eigentlich saisontechnisch immer ganz gut ab. Letzte Saison hat es ja nicht so gut ausgesehen. Ich habe schlecht gestartet, aber dann von hinten nach vorne das Feld aufgerollt und bin punktgleich Erster wegen der Tordifferenz dann Meister geworden. Eben ein Torunterschied. Spannend war es. Der 17.07.2030. Ich muss auch mal gucken wegen Vertragsverlängerungen. Aber ja, hey, Lukas Watkowiak, endlich kommt er. Wir werden es sehen. Könnten wir ja mal ein Angebot machen. Auf der Transferliste steht er ja noch. So, St. Mirren, 110.000. Ja, komm, wir vereinbaren mal einen Termin. Da geht sicherlich auch mehr. Ach ja, ist das schön. Ja, komm, ich wollte eh loswerden. Dann passt das schon. So, Watkowiak ist Geschichte. Und dann starten wir mal in den ersten Spieltag. Das heißt, Esposito ist jetzt die Nummer 2. Cambiri. Yep. Mladenovic. 106:89. Das ist der Wahnsinn. Unser Pressing müssen wir mal trainieren. Aber das kriegen wir schon hin. So, Beuys kriegt ihn hier. Amcic. Ist das so? Naja, das wichtigste Spiel des Jahres ist es noch nicht. Das kommt hin, ja. Dann schalten wir die Szenen wieder ein. Gelbe Karte Fatin Munir. Und wir greifen gleich mal an. Apollinario nach vorne auf Cambiri und der trifft das Tor nicht. Schade. Agassi kenne ich eigentlich nur vom Tennis, aber hier bei Wiel gelbe Karte. Mohammadi mit der Ecke. Nuhu auch vorbei. Gelbe Karte, Apollinario. Gelbe Karte, Hamcic. Gelbe Karte, Mohoye. Ja, die Wieler kriegen gleich eine rote, bin ich mir sicher. Oder vielleicht auch wir. Wir werden sehen. Nuhu, ja Nuhu, auf Florian Cambiri, der im Abseits stand. Schade. 45 Minuten sind rum. Ich will keine Überflüssigen sehen. Das ist so. Gehen wir mal auf Offensiv. So, wir greifen wieder an.
Schöner Ball. Und Alexander Mladenovic steht im Abseits. Die Abseitsfalle der Wieler scheint zu funktionieren. Beroa diesmal im Abseits. So, Boys, Carrington, Mohammadi, Mladenovic auf Apollinario, der auf Maas, Camberi, Beroa und dann ist ja der Goalie von Wiel da. Hat aufgepasst und jetzt die erste Chance von Wiel in der 63. Da haben wir aber Glück gehabt. Bauke Maas mit der gelben Karte. Herlo Vorn auch eine gelbe. Patrick Sutter jetzt mit der Ecke auf Carrington, der auf Mladenovic an die Latte. Ja, der Nachschuss von Boyce leider auch daneben. Kann auch nicht so schwer sein. So, wir haben mal gewechselt. Mladenovic. Aksentiev vorbei. Knapp 10 Minuten noch. Wird doch wohl nicht 0-0 ausgehen. 11 Meter Mladenovic. Jawohl, Alexander Mladenovic mit dem 1-0. Er hat uns den Hintern gerettet. Aber wir haben noch eine Chance. Geht auch ein 2-0. Carrington im Strafraum und dribbelt. Pass in die Mitte auf Mladenovic. Und leider vorbei. Gut, wenigstens gewinnen wir 1-0. Das ist schon mal gut. Sind halt noch nicht die fittesten. Ne? Sion gewinnt 4-0, die IB 4-2, Basel 2-0. Boah. Und auch Lausanne gewinnt gegen Zürich. Ja, Verlängerung könnten wir uns dann auch mal anschauen. Auftaktsieg ist immer wichtig. Und das haben wir zum Glück geschafft. So. Jesus Christ. 31 Tage verletzt. 3 Tage, 1 Tag, braucht man nichts machen. Was wollte ich machen? Genau, Vertragsverlängerungen. 2030 haben wir, 2031 sind die Laufzeiten. Da haben wir sogar noch ein bisschen Zeit. Moussa Nuhu, ich weiß nicht, ob der noch bei uns spielen will, aber wahrscheinlich schon. Florian Camberi ist 35. Ihm seinen Vertrag können wir verlängern. Das kann man jetzt schon mal machen. Und bei den anderen beiden bin ich mir noch nicht sicher. Ja. Aktive Erholung. Hier hauen wir dann mal Distanzschüsse mit rein. Hier dann noch die Dribblings. Ja, das passt. Die verschiedenen Taktiken hätte ich noch wegmachen können, aber gut. So, Mladenovic bis 35, 1,2 Millionen. Geht auch 1,1. Komm, wir machen 1,2, das passt schon. Mladenovic ist ein guter. Spielergespräch. Gute Besserung. Aksentiev, ich brauche dich, zumindest in der Champions League. Sechs Tage bis zum Ende des Dauerkartenverkaufs. So, lange Pässe hat er erreicht.
Der Heini. Ausdauer oder Torriecher? Ich würde mal sagen Torriecher. Ja, Rastic ist auch krank. Wer weiß, was der wieder hat. Auf den habe ich mich eigentlich gefreut gehabt. Vielleicht mal ein bisschen öfter spielen lassen, damit er ein bisschen was bringt. Naja, wir werden es sehen. Jetzt geht's mal gegen Sion, zu Hause im Kibun Park. Zweiter Spieltag Raiffeisen Super League. Hundertzwei. Der Durok darf auch schon spielen, das ist auch gut. Ja, er ist leider verletzt. Jetzt ist die Frage, wie lange. Naja, werden wir sehen. So, bam, 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 bam. Bamelam, Ding Dong. Vorsichtig, offensiv ist okay. Sion ist ein bisschen stärker. Wir gehen mal auf Ortiz. Geld gibt's auch. Und ab die Post. Wir greifen an und ja, spielen erstmal einen Pass, der so hätte nicht sein sollen. Deswegen kontert Sion jetzt. Da haben wir Glück gehabt. Sion ist ja momentan zweiter Platz in der Liga. Das heißt, die sind eigentlich recht stark. Und da ist das erste Tor. Stojkovic hat's gemacht. Der Stojkovic. Ja, meine Spieler sind noch nicht stark genug. Man auch offensiv gestellt. Mohammadi, Apollinario, Beroa, Carrington. Ball kommt schön in die Mitte auf Heini und Heini macht das Tor. Sehr schön, es steht 1 zu 1. Noch ein Eckball, Mohammadi wieder. Hoch in die Mitte auf Nguyen und dann ist Apollinario da. Und der Ball ist weg. So, nochmal Cambiri. Apollinario auf Beroa, der auf Nguyen und Van Nguyen macht das 2 zu 1. Sehr schön. Mohammadi wieder mit dem Eckball. Wir machen nur Eckbälle, wir machen nur Tore, die aus Standards hervorgehen. Das ist Wahnsinn. Moussanou, sehr schön. 3-1. So, nochmal Vargas. Beroa, der dribbelt sich nach vorne in den Strafraum, schießt, aber Kelleher ist da. 3-1 gewonnen, das bringt uns den vierten Platz. 6 Punkte, aber die Tordifferenz. Aber ja, die hat erstmal noch nichts zu sagen. Hauptsache Punkte gemacht. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Funktioniert ja schon mal so, wie es soll. Alles gut soweit. Dann geht's gegen den FC Basel. Aber erstmal gucken wir hier, der ist 9 Tage. Okay, das geht jetzt noch. Ihn habe ich schon besucht. Weiterbildung reingehauen. Ich will trotzdem noch mal gucken, ob ich nicht doch für 3,1 Millionen irgendwas tun kann. Und wenn es nur ein Jugendlicher ist, der ein bisschen Fußball spielen will. Mal schauen. Gibt halt keine Spieler auf der Transferliste. Noch nicht mal, wenn sie. Ja, wenn sie 32 sind, dann ja.
gibt einen 29-jährigen Stürmer für 7 Millionen. Der hat auch keinen Vertrag, wenn ich das sehe, oder? Nein, hat er. Er hat einen Vertrag. Uiuiui. Was ist denn der günstigste hier? 32-jähriger Stürmer. 10-2. 10-4. Dal Monte, auch 32. Ja, die werden wohl alle nicht zu mir kommen, beziehungsweise, ja, es bringt nichts. Ein 26-Jähriger für 8 Millionen, der wäre schön. Aber den kann ich mir nicht leisten. Irman Ben Mohammed. Zwei Spiele gemacht, ein Tor geschossen. Das heißt, der wäre schon ein Megatalent, aber 8 Millionen wird wohl nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Offensive haben wir noch ein paar. Das heißt, die könnten wir auch anders einsetzen. Zentrale Mittelfeldspieler auf der Transferliste. Ein 32-jähriges Hochtalent. Für 2,2 Millionen. Wie lange wird der noch spielen? Eine Saison oder zwei? Naja, schauen wir einfach mal weiter. So, wie immer, aktive Erholung. Hier werden wir nochmal die Dribblings reinhauen. Ah. Passt. Hüpfburg kam wieder gut an. Ich habe nicht zugunsten der besseren Spieler aufgestellt. Gute Frau, du hast aufgestellt. Das ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche mit der guten Lara Franz. Aber ich gucke dann gleich mal, ob ich da vielleicht was ändern kann. So, Champions League Quali Runde 3. Jetzt stehen sie ja bald fest und dann kann es wieder losgehen. Erstmal geht's nach Basel. Europa League Quali Runde 3. Fenerbahce hat gewonnen, Schalke. Ja. Schauen wir mal. Beim FC Basel. So, Kauno Zalgiris, 6,8, 23 Jahre alt, Linksaußenverteidiger, nicht wirklich das, was ich will. So, Basel, wir kommen in den St. Jakobspark, zieht euch warm an, wir spielen Fußball, so wie es sein soll, 107 zu 111. So, wenn ich jetzt den Effekt auf richtig groß setze und dann sagen würde, wir gehen mal auf, will mal was probieren, Stärke, Frische, Motivation und als letztes die Form. Kommen wir wieder auf 107. Stärke, Frische, Motivation, Form. Eigentlich müsste ich Motivation. Ja, nein, es passt schon so. Wir probieren es einfach mal aus, hätte ich gesagt.
Mit Cambéry im Sturm, also 4-1-4-1. Warum nicht? Lasst uns das mal versuchen. Wir werden vorsichtig defensiv anfangen. So, und das nächste Mal muss ich dann ein bisschen Pressing trainieren. Cabral. Hier auch Cabral. Da brauche ich nichts sagen. Und los geht das. Gleich mal die gelbe Karte für Bauke Maas. So, Basel greift an. Ja, Franco Fonte auf Milev, der nämlich aufgepasst hat und den Ball gleich mal abgefangen hat. Da ist Baumann wieder auf Milev und Milev gleich mal mit dem Konter. Hoher Ball auf Mohammadi. Der geht gleich nach vorne auf Cambéry. Cambéry auf dem Pfosten geschossen und dann ins Tor. Was für ein genialer Konter. Habt ihr das gesehen? Das ist Fußball erster Güte. So. Da war mega schön. Mega schöner Konter. Wir sind heiß wie ein Vulkan. 60 Minuten rum, 70 Minuten rum. Kann von mir aus so bleiben. Basel nochmal. Franco Fonte, Jensen, Brewster. Und da ist das Ding drin. Ryan Brewster. 1-1. Bin ich aber auch mit zufrieden. Ist ein Punkt auswärts. Den nehmen wir natürlich mit. Bringt uns auch einen Platz in der Liga nach vorne. Das heißt, wir haben 7 Punkte. IB mit 9 Punkten vorne. Bis jetzt noch nichts verloren. Basel hat Pech gehabt. Kann man so oder so sehen. Aber ja. Die Frische muss ein bisschen nach oben. Aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie geht alles. So. Dann geht's gleich mal gegen den ersten IB. Weiterbildung. Was tun, sprach der Blinde. Das passt. Ah ja, es ist eigentlich nicht schlecht. Eigentlich ist es nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer mache, aber ja, ist halt so. So. Wir machen die aktive Erholung. Machen den Ausdauerlauf, Intensität 3. Machen hier den Hit auch mit 3. Das Elfmetertraining, ja, lassen wir mal, ist okay. Ah, ich habe nicht zu Gunsten der besseren Form aufgestellt, das ist mir bewusst. Kommt Herluf Horn, Athletic Bilbao hat mehrere Kandidaten auf dem Zettel. Herluf Horn, will ich den verkaufen? Eigentlich nicht.
Mal gucken, ob sie 60 Millionen locker machen. Wie gesagt, ich glaube nicht dran. So, Champions League Quali Runde 3. Dann ist ja bald die Auslosung. Und dann sehen wir mal, in welche Gruppe wir kommen und ob wir genauso gut abschneiden wie das letzte Mal. Europa League Quali 3, auch okay. Krasnodar, Pristina, alles weiter. Auf geht's in den Kibun Park und wir spielen gegen die Young Boys aus Bern, gegen IB. Und ich bin mir sicher, dass wir da gut abschneiden können. Nicht müssen, können. So richtig groß. Form, Frische. Also Form, Motivation. Nein, Form, Frische. Form, Frische, Stärke. Wäre eigentlich genau das. Beste Noten, ist klar. Form, Frische, Stärke. Und als letztes Motivation. Dann kommen wir dahin. Passt für mich auch. Wir spielen vorsichtig defensiv. Könnten auch mit neutral anfangen. Das passt. Das ist auch gut. Rasensprenger ist auch gut. Ich muss jetzt endlich mal das Pressing ein bisschen trainieren. So. Esposito ist bei uns im Tor. Genie. Und los geht das. Zu Hause gegen Bern. Der erste gegen den dritten. Minuten rum, noch nicht viel passiert. In der 33. haben wir den ersten Angriff. Dann Mohammadi auf Mladenovic, der auf Kambiri und Florian Kambiri schließt ab. 1 zu 0, was uns momentan auf den ersten Platz katapultiert. Morgan Boys einfach mal mit dem Freistoß ganz knapp am Tor vorbei in der 44. Minute. Schön. Schön, schön, schön. Genauso spielen wir mal weiter. Apollinario mit dem Einwurf. Zurück auf Nuhu, der nach vorne auf Heini. Der gibt ab. Mladenovic drüber. So, 60 Minuten rum. Die Young Boys greifen auch mal an. 67. Minute. Jenny. Esposito. Jawohl. Da haben wir Glück gehabt. Schön gemacht von Esposito. Nochmal die Young Boys. Hefti. Metz. Der dribbelt bis an die Strafraumgrenze. Pass kommt in die Mitte auf Ladi, auf Zimmerer und er schießt drüber. So, wir haben mal gewechselt. Aber die Young Boys nochmal. Wieder Glück für uns. Sind noch knapp 5 Minuten, 6 Minuten. Und wir gewinnen 1-0. Sehr schön. Hier gegen IB. Heißt, wir sind erster Platz mit 10 Punkten. Dann kommt Sion, die Young Boys, Lausanne, Basel, Zürich, Luzern, Wiel, Lugano und Aarau. Spannend, spannend, spannend geht's hier zu. So, Herlo vorn. Interesse ist erloschen, das heißt, sie haben wohl jemand anders gefunden. Der Marktwert wäre 10 Millionen, was nicht unbedingt viel ist. So, Markus Langenberg, neue Stufe Silber 1. Jakob Haas, Bronze 4.
Und da geht's weiter gegen den FC Zürich. Schauen wir nochmal, immer noch 10 Tage verletzt. Jetzt können wir nochmal gute Besserung wünschen. Da ist die Weiterbildung. Bam. Ich würde sagen, die Woche nehme ich noch mit und dann ist schon wieder genug in diesem Let's Play. Der Teamgedanke ist im Vordergrund. Das ist richtig, mein Freund. Das ist richtig. Charaktere, Mannschaft, Transfer, Verträge, okay. Ja, alles gut. So. Ecken, Strafraum. Aber erstmal wieder hier aktive Erholung. Dann. Nochmal Ecke, Strafraum. So, das sieht gut aus. Und dann freuen wir uns auf das Spiel gegen Zürich am 5. Spieltag. Und dann ist das Let's Play aber vorbei. Dann haben wir alles gewonnen. So, 50 Millionen investiert Dortmund in Jacques-François Ulal. Der kommt von Paris. Saint-Germain. 50 Millionen würde ich auch gerne mal investieren. So, gute Besserung. Axentsjew. Erlofon wird beobachtet von Barcelona. Jetzt bin ich gerade gegen den Ploppschutz hier gekommen. Ich denke, ihr habt nichts gehört, oder? Barcelona. Barcelona. So, Guangzhou FC, 11 Millionen. Axentsjew. 27 Jahre alt ist er. 11 Millionen. Kondition 20. 10-2 hat er halt als Stärke, unser defensiver Mittelfeldspieler. Hallo? Dann Jasper Ax, Rechtsaußenverteidiger, 10-4. Komm, wir können die alle mal mitnehmen. Ich kann noch nicht mal hier verschieben, seht ihr das? Kann nichts tun. Kann Termine vereinbaren, aber ja. So, meine Forderung ist 15 Millionen und 20%. Wir gehen auf 12. 14. Nein, okay. So, 16 Millionen. Ich will 17. 20%. Das würden sie machen. Ist halt ein großes Talent. Komm, wir probieren mal 18. Auch das würden sie machen. Gut, dann ist Jasper Geschichte bei uns. Können wir uns nochmal 9 holen? Jasper Axe ist müde. Ah, bedankt sich bei uns. Okay. Tja, warum nicht? Bedanken darfst du dich. So, Interesse an Loom. Bin sein bester Trainer gewesen. Oh, schön. So, Real Madrid 22 Millionen für Daimas Mohammadi 10,7. Ich muss ja nicht verkaufen, aber ich kann. So, auch Barcelona, Herr Lofern. Ich kann ja mal drüber reden, ne? So ist ja nicht. So. Für den will ich locker 30 Millionen haben und 20%. 26, 28, 28 Millionen.
Eieieiei. Machen wir. Hat nur eine Saison bei uns gespielt, ist aber okay. Ich kaufe eh neu. Das heißt, zwei Spieler verkauft, zwei Spieler kaufen wir nochmal ein. Passt. Dann kann ich auch ein bisschen agieren, so wie ich das wollte. Ja, es sind so Angebote, die verlocken einfach, ne? Das ist der Wahnsinn. Aber erstmal in den letzten Grund nach Zürich. Sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. 103 zu 103. Vorsichtig, defensiv. Und immer noch nicht das Pressing trainiert. Frank, denk mal dran. Gnonto ist und bleibt die Nummer 1 bei Zürich, bis er irgendwann geht. So, sorry, dass das Let's Play wieder länger dauert. Da sind die Transfergespräche im Weg gewesen. So, Zürich greift an. Madureira, Lukic, Gnonto. Drüber. Gelbe Karte, Rascic. Fast nur Anführer auf dem Spielfeld, das ist schon Wahnsinn. Drei hätten eigentlich genügt, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ja. So, Freistoß für den FCZ. Da haben wir Glück gehabt. Ich habe mal auch vorsichtig offensiv gestellt. Moussa Nuhu mit der gelben. Gerade mal gewechselt, Sutter ist drin. Wird nur ein 0 zu 0 in Zürich, aber ist okay. Bin zufrieden mit dem 0 zu 0. 11 Punkte auf Platz 2. Und jetzt können wir dann noch einkaufen gehen. Und ich würde sagen, das Einkaufen, das machen wir dann mal im nächsten Let's Play. Zwei Spieler verkauft. Max Jasper, unseren Rechtsaußenverteidiger und unseren defensiven Mittelfeldspieler Tamás Mohammadi. Haben wir mal knapp 36 Millionen, die wir jetzt in die Hand nehmen können. Damit kann man schon was machen, würde ich sagen. Aber ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Für euch am Mikro war der Frank. Bis zum nächsten Mal.